Das hier, Freunde, ist echte Magie. Und das sind die besten Buffalo Wings, die ich je gegessen habe. Kein Scheiß. Und sie sind aus Blumenkohl. Dafür den Blumenkohl einfach zerrupfen und in Stücke hacken. Jetzt für die Panade Mehl, Salz und Wasser miteinander vermengen. Und glaubt's mir, dieses Rezept lohnt sich wirklich und ihr schmeckt den Blumenkohl nicht raus. Dafür unsere kleinen Blumenkohlröschen in die Panade, danach noch in Semmelbrösel legen und jetzt auf einem Backblech drapieren und leicht goldbraun backen. Jetzt brauchen wir noch eine richtige Buffalo Wing Soße. Dafür Öl, Knoblauch, Chilisauce, Ketchup, Agavendicksaft, schön Essig für die Säure und ein bisschen Wasser, falls ihr es braucht. Über die Buffalo Wings geben und jetzt schön umrühren und danach mit Sesam und Frühlingszwiebeln bestreuen. Da braucht man gar kein Fleisch mehr. Die schmecken so originalgetreu. Finger weg, das sind meine. Denn